2019. Die Treibhausgasemissionen sollen bis 2030 um 65% weniger CO2 gesenkt werden. Davor war 55% das Ziel. Und bis 2040 sollen die Emissionen um 88% gesenkt werden. Und bis 2045, also 5 Jahre früher als vorher, soll die Klimaneutralität erreicht werden. Für diese minimal ambitionierten Pläne wurde sich auf Seiten der Regierung bereits vollkommen ungerechtfertigt ordentlich selbst gefeiert, während auf der anderen Seite Aktivisten von Fridays for Future und vielen anderen NGOs an der Klimaklage gearbeitet haben. Und vor circa 2 Wochen, am 19.04.2021, ist uns ein großer Schritt in Richtung mehr Klimaschutz gelungen. Denn an diesem Tag hat das Bundesverfassungsgericht, das oberste deutsche Gericht, das Klimaschutzgesetz vom 12. Dezember 2019 für verfassungswidrig erklärt und damit der unbegründeten Selbstzufriedenheit der CDU und SPD eine wohlverdiente Ohrfeige verpasst. Und ich finde, dieser Erfolg der Klimaklage hat auch den Applaus verdient. So. Und die Seite der Aktivisten, die über die letzten 2 Jahre hinweg organisiert, geplant, diskutiert und formuliert und gekämpft haben und das auch weiterhin tun werden, hat auch verdient, ihr Wissen zu feiern. So. Denn wir kämpfen uns aus eigener Kraft Schritt für Schritt in Richtung Klimagerechtigkeit und ich finde, das verdient mehr Anerkennung. Und an dieser Stelle möchte ich ein riesiges Danke an euch und euer Durchhaltevermögen aussprechen. Applaus für euch. So. Die Einstufung als verfassungswidrig ist ein entscheidender und wichtiger Moment. Diese richterliche Entlarvung der Bundesregierung sorgt dafür, dass sie sich nun offiziell nicht länger als ambitionierte Klimaschützerin inszenieren kann. Klimaschutzgesetz jetzt verfassungswidrig? Warum ist es nicht mit dem Grundgesetz vereinbar? Es wird damit argumentiert, also vom Bundesverfassungsgesetz, dass ausreichende Vorgaben für die Minderung der Emissionen ab dem Jahr 2031 fehlen. Das heißt, es fehlt ein Plan, wie es klimaschutztechnisch nach 2030 weitergehen soll. Und in dem Gesetz sind also nur Maßnahmen für eine Emissionsverringerung bis zum Jahr 2030 vorgesehen. Und das bedeutet, dass die Gefahren des Klimawandels einfach auf Zeiträume nach 2030 und damit zulasten der jüngeren Generation verschoben werden, was eine tiefgreifende Ungerechtigkeit darstellt. Den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur sowie geplant auf deutlich unter 2 Grad und am idealsten auf möglichst 1,5 Grad zu begrenzen, ist ab 2030 dann nur mit immer dringenderen, einschränkenderen und kurzfristigeren Maßnahmen machbar. Das würde die jüngere Generation in unseren, also in ihren Freiheitsrechten verletzen. So, und das Bundesverfassungsgericht bezieht sich auf Artikel 20a des Grundgesetzes. Dieser besagt ungefähr, dass der Staat in Verantwortung künftiger Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung etc. schützen muss. Es kann also nicht sein, dass eine Generation zugestanden wird, große Teile des CO2-Budgets der Erde zu verbrauchen und nachfolgende Generationen...